Willkommen zurück zu Black Mirror. Ich bin Nixteria und ich begrüße euch. Ja, wir haben schon ein bisschen was herausgefunden, womit ihr Kerl da rumexperimentiert hat in Wales. Und das war halt Blut, um herauszufinden, ob da irgendwie ein Fluch, weiß ich nicht, vererbbar war oder so. Und ganz folgen konnte ich das mir auch nicht wirklich. Aber wir haben hier immer noch eine verschlossene Tür, in der ich rein möchte. Aber das scheint so ziemlich schwierig zu sein, weil Victoria und Bells wirklich strikt darauf achten, dass da niemand reinkommt. Und wir kommen auch wohl nicht nach oben in den Bereich, zumindest nicht in allen. Und das ist schade. Aber wir gucken uns erstmal den Kamin an. Ist doch schön mit Feuer und so, ne? Hm. Ein kleines Feuer für einen solch mächtigen Kamin. Ah. In diesem Land scheinen die alten Ladies härter zu sein als bei uns in den Staaten. Da wäre es in jedem Raum mindestens 25 Grad warm. Ah, geht so. Zeit, um melancholisch in die Flammen zu starren, nehme ich mir, wenn das hier vorbei ist. Oh, sei doch mal ein bisschen melancholisch. Gemälde! Holla, das ist mal eine freundliche Visage. Aha. So ungefähr stelle ich mir einen blutrünstigen russischen Zaren vor. Wilde Augen, böser Blick und teure Kleidung. Die Klunke an seinen Fingern und um seinen Hals hat er sich sicherlich auch nicht mit harter Arbeit verdient. Das war bestimmt einer von den Gordons. Und da wird auch bestimmt einer sein. Ich denke, das ist William und oder so. Oder keine Ahnung. So etwas wie ein Ritter oder Edelmann, würde ich sagen. Der Kleidung nach zu urteilen, muss er vor mehreren Jahrhunderten gelebt haben. Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Vermutlich ein Ahnherr der Gordons. Kann sein. Ich vermag jetzt auch nicht, irgendwie herauszufinden, in welcher Art von... Warte mal. Spiegel, ein kaputter, so wie es aussieht. Nein, da will ich nicht nochmal reinschauen. Ach so, das war der Spiegel, wo du, wo du Samuel gesehen hast. So, mit Sally hat mir gesprochen, die Tür war abgeschlossen, dann gehen wir mal zu den Ställen. Bisschen flotter, wenn es geht, danke. Hm, das ist der schwarze Wagen. Okay, oh Gott. Holztreppe, Scheunentür, Wappen, Leiter, Wagenrad, Werkzeugkiste, Auto und da schraubt wer dran rum. Matsch, Brunnen, Tür, Haupteingang. Gucken wir uns als erstes die Karren an. Angeblich haben diese Dinger dazu beigetragen, dass in England immer noch Linksverkehr herrscht. Jemand, der das ziehende Pferd mit der rechten Hand führen würde, würde bei einem entgegenkommenden Gespann zwischen die Wagen kommen. Hm. Dem Zustand nach zu urteilen, könnte der Karren noch vor wenigen Jahren in Benutzung gewesen sein. Aber jetzt steht er schon einige Zeit dort. Hm. Naja, dann Brunnen. Ein uralter Brunnen. Ich kann mir nicht denken, dass der heute noch benutzt wird. Selbst hier dürften sie mittlerweile einen normalen Wasseranschluss haben. Ja, das denke ich auch. An diesem Gestell wird früher irgendeine Vorrichtung gehangen haben, um das Wasser an die Oberfläche zu befördern. Am Brunnen ist nichts, was mich interessiert. Und im Brunnen hoffentlich auch nicht. Wer weiß, vielleicht liegen da ja vermute Leichen. Am Brunnen ist nichts, was mich interessiert. Wahrscheinlich nicht. Aber Matsch ist auch sehr interessant. Der Boden ist hier aufgeweicht und sehr matschig. Mhm. Der Boden ist hier aufgeweicht. Oh Gott, diese Punkte verschwinden einfach nicht. Die irritieren, glaube ich. Holztreppe. Eine alte Holztreppe. Führt vermutlich zur Kammer des Stallknechts. Ich möchte da nicht hoch. Sieht nicht mehr sehr stabil aus. Ich möchte da nicht hoch. Ja, ist gut. Wappen? Wahrscheinlich der Gordons. Ja, logisch. Am Anwesen der Gordons. Das dürfte das Wappen der Gordons sein. Mhm. Mit Heraldik kenne ich mich nicht aus. Es gibt komplizierte Regeln, wie so ein Wappen aufgebaut und gelesen werden muss. Vermutlich bedeutet das hier so viel wie, wir sind eine uralte Familie, aber auch leider ziemlich verrückt. Bitte Abstand halten. Naja. Leiter! Nehmen wir die mit? Ja, pack's in deine Taschen. Eine alte Holzleiter. Sie scheint viel in Gebrauch gewesen zu sein. Die Sprossen sind ganz glatt und abgegriffen. Ja, natürlich. Die passt auch in unsere Jackentasche. Mhm. Britische Hochtechnologie. War es zumindest mal. Mhm.
Auto. Ralph hat von einem glänzenden schwarzen Auto erzählt. Ob er diesen Wagen gesehen hat? Aber wer aus dem Schloss ist heute Morgen zum Tatort gefahren? Und was wollte er oder sie dort? Ich kenne mich schon nicht mit amerikanischen Wagen der letzten 10 Jahre aus. Mein Wissen über englische Autos aus der ersten Jahrhunderthälfte ist gleich null. Also nicht sehr wirklich hilfreich. Scheunentor. Das Tor muss vor einiger Zeit erneuert worden sein. Das Holz ist noch hell. Aber ich glaube nicht, dass ich darin was Interessantes finde. Also willst du da nicht rein? Naja gut, dann unterhalten wir uns mit dem netten... Ach, das sind nur Beine. Hey, Louis. Oh, hier sind aber viele Punkte. Könnte ein bisschen dauern. Du schon wieder. Ich dachte, man hätte dich rausgeworfen. Lady Victoria hat mir erlaubt, mich im Schloss und im Garten umzusehen. Wie nett von ihr. Was willst du? Oh ja, ist wirklich nicht so nett. Was können Sie mir zum Schloss sagen? Nichts. Ein großer, hässlicher Bau. In einem ungepflegten Garten. Was habe ich damit zu tun? Sind Sie nicht der Gärtner? Mein Garten ist ein paar hundert Meilen westlich von hier. In Wales. So ist es. Hier tun Sie also nur, was nötig ist. Wenn überhaupt. Der Garten ist zu groß für einen einzelnen Mann. Und was für einen Sinn hätte es, ihn zu pflegen? Das alles hier ist dem Untergang geweiht. Das Haus zerfällt, die Lady wird nicht mehr lange leben, Bates ist so gut wie tot. Spekulieren Sie darauf, dass Lady Eleanor zurück nach Wales geht, wenn Lady Victoria stirbt? Vielleicht. Nicht gerade nett. Das ist ein schöner Wagen. Allerdings. Die einzige positive Überraschung hier. Hab ihn hinterm Stall entdeckt und von Grund auf neu aufgebaut. Mein Vater hat früher auch an so einem geschraubt und mir einiges beigebracht. Machen Sie damit manchmal Spritztouren? Zum Beispiel zur Küste? Ich fahre die Ladies. Früher hatten sie noch verdammte Zossen im Stall. Aber die Pflege war zu aufwendig für die alten Leute. Heute ist das hier der einzige mobile Untersatz. Aber sonderlich, häufig kommen die Damen nicht aus dem Haus. Bates geht meistens zu Fuß ins Dorf. Er meint, es sei gut für seine Gesundheit, aber er braucht jedes Mal länger. An der Küste waren Sie mit dem Wagen heute Morgen nicht. Nein. Aber wer dann? Das muss das Auto gewesen sein. Was können Sie mir zu Lady Eleanor sagen? Wenn Sie etwas über Lady Eleanor wissen wollen, fragen Sie am besten Lady Eleanor. Sie selbst ist Ihr liebstes Thema. Sie meinen, sie ist egoistisch? Sie hat alles weggeworfen und ist Hals über Kopf hierher geflüchtet, nachdem Sir Richard gestorben war. Wer tut sowas? Das Schloss und der Garten in Wales haben sie an ihren verstorbenen Mann erinnert. Und sie hätte sich an die Familiengeschichte erinnern sollen. Man gibt nicht einfach ein Haus auf, in dem Generationen gelebt und gearbeitet haben. Wie ist ihr Mann gestorben? Hat sich selber in die Luft gesprengt. Hat allerlei seltsame Experimente durchgeführt. In den letzten Jahren war er geradezu davon besessen, hinter das Geheimnis zu kommen, was Sir William und seine Söhne wahnsinnig gemacht hat. Er hat sein Labor kaum noch verlassen und mehr als einmal ist er vor Erschöpfung zusammengebrochen. Die Lady war in großer Sorge. Kann ich mir gut vorstellen. Naja. Bates macht einen müden Eindruck. Er ist todkrank. Die Ärzte bezeichnen es als ein Wunder, dass er noch lebt. Aber ich sage Ihnen, noch am selben Tag, an dem Lady Victoria stirbt, wird auch Bates ins Gras beißen. Wie ein Hund, der seinem Herrchen folgt. Ich glaube, er findet es einfach ungehörig, vor seiner Herrin zu sterben. Er sagte, er sei seit über 70 Jahren bei den Gordons beschäftigt und dass er all ihre Geheimnisse kenne. Das glaube ich sofort. Niemand kennt das Schloss und den Garten besser als er. Wobei... In seinem Oberstübchen sieht es auch nicht mehr allzu gut aus. Wird vergesslich, die treue Seele. Deswegen haben sie ihm Sally an die Seite gestellt, glaube ich. Sally könnte noch zum Gordon, zu den Orden gehören. Ich habe Sally kennengelernt. Ha!
Das Einzige im Schloss, das nicht mindestens 100 ist und langsam verfällt. Ist sie eine gute Haushälterin? Sie ist lausig. Sie scheint deswegen öfter Probleme mit Bates zu haben. Er hat sie doch ausgesucht und viele bessere wieder fortgeschickt. Warum sollte er das tun? Wenn sie Angst haben, durch jemand anders ersetzt zu werden? Dann suche ich mir einen möglichst schlechten Ersatz, um selber unentbehrlich zu bleiben. So sieht es aus. Naja, gut, mal gucken, was da über Samuels Geist sagen kann. Louis, glauben Sie an Geister? Einige Touristen meinten, sie hätten hier welche gesehen. Ja, der angebliche Geist. Wochenlang haben sie uns belagert, seit Murray das Gerücht in die Welt gesetzt hat. Das ganze Pack hat den Garten völlig verwüstet. Naja, wirklich auffallen tut das bestimmt nicht, so wie es hier aussieht. Lady Eleanor sagte, sie habe ihnen freigestellt, zurück nach Wales zu gehen und ihnen sogar eine kleine Starthilfe angeboten. Ich wüsste nicht, was sie das angeht. Ich finde das nur seltsam. Sie wollen unbedingt zurück und bekommen sogar noch Geld geboten. Und dann? Soll ich als Hausmeister in einer verdammten Neubausiedlung arbeiten? Mehr als einmal habe ich ihr angeboten, mich um das Schloss in Wales zu kümmern und es in Schuss zu halten. Aber dafür fehlt angeblich das Geld. Ihnen geht es also nicht darum, zurück nach Wales zu gehen. Sie wollen zurück in Ihr Schloss und Ihren Garten? So ist es. Was Sie wirklich wollen, ist die Zeit zurückzudrehen. Aber das ging leider noch nie. Auf Wiedersehen. Muss nicht sein. Wirklich viele Infos hat er uns ja nicht gebracht. Sein Haupttor. Ja, es ist das Black Mirror. Aber es ist ziemlich verfallen. Das ist der Turm. Liegt gar nicht so groß, ne? Wenn da so steht. Von da oben wird man eine gute Aussicht haben. Der Turm scheint auf allen Seiten Fenster zu haben. Vielleicht war es ursprünglich mal ein Wehrturm, der dann umgebaut wurde. Kann aber auch von Anfang an so ausgesehen haben. Kann. Ein Siegel oder Schädel. Der Erbauer dieses Schlosses hatte aber einen eigenartigen Geschmack. Naja, Geschmäcker lassen sich streiten, aber... Fenster. Ein bisschen von schneller. Von hier aus wirkt das Schloss richtig bewohnt. Es brennt hinter mehreren Fenstern Licht. Warum? Da musst du über Elin latschen. Sieht aus, als hätte der Efeu den Baum gekillt. Und nun greift er aufs Haus über. Praktisch für einen Einbrecher. Aber solange ich mich hier frei bewegen darf, werde ich nicht an der Fassade herumklettern. Ja. Bisschen unklug. Definitiv wäre es unklug. Garten. Dort geht es tiefer in den Garten. Alles ist verwildert und verkommen. Ich halte mich besser fern. Na, Schisser. Ich glaube nicht, dass ich in dieser Wildnis weiterkomme. Ich sollte mich lieber aufs Schloss konzentrieren. Ja, aber hier ist nicht viel. Schlosstor, Stelle. Ich weiß. Oh, Victoria ist weg. Aber Eleanor ist noch da. Bibliothek? Das ist noch so der einzige Raum, den ich noch nicht so wirklich durchstöbert habe. Lady Victoria ist am Telefonieren. Ah. Mal hören. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Haben wir denn kein Foto von ihm? Junger Mann! Auch für Polizisten ziemt es sich nicht, an Türen zu lauschen. Ich wollte nicht. Verzeihung. Haben Sie von mir gesprochen? Aber warum sollte ausgerechnet Lady Victoria mit dem Orden zusammenarbeiten? Sie hätte mehr Grund als jeder andere, den Fluch beenden zu wollen. Können wir denn nochmal rein? Ich will Lady Victoria nicht beim Telefonieren stören. Ich aber. Der Sessel sieht einladend aus. Ja. Aber es ist noch zu früh, um sich auszuruhen. Ach, Darren, du bist langweilig.
Was ist das? Strickkorb. Was willst du denn am Strickkorb? Ein Korb mit Strickzeug. Wolle, Schere und so ein Zeug. Dürfte ich mir ein Stück Bindfaden ausleihen, Lady Eleanor? Einen Faden? Mhm. Ja, bitte. So gute 2 Meter lang? Von mir aus bedienen Sie sich. Danke. Hä? Bindfäden sind immer gut zu gebrauchen. Ich habe etwas von dem reißfesteren genommen. Ich würde sagen, wir reden nochmal mit Eleanor. Ich habe momentan keine Fragen. Also. Oder auch nicht. Auf jeden Fall haben wir einen Bindfaden. Ein knapp 2 Meter langer Faden. Man könnte wohl keine Tonne dranhängen, aber er ist relativ reißfest. Und was sollen wir damit? Wir haben die Leiter, wir haben den Löffel. Hä? Ich habe den Löffel fest mit dem Faden verknotet. Den bekommt man nicht so leicht los. Aber wozu? Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Neue Notiz haben wir nicht gekriegt. Ich bin sehr irritiert. Draußen, ja, haben wir nicht mehr so viele Punkte. Verschlossene Tür, Eleanor da, ein Globus. Nee, ich glaube nicht, dass da was sein könnte. Küche vielleicht nochmal. Sally? Guten Tag, Sally. Hi. Okay. Louis scheint sich mehr um dieses Auto zu kümmern als um den Garten. Das ist mal sicher. Seit ich hier bin, schraubt er fast jeden Tag daran herum. Und wenn er gerade einmal nicht schraubt, dann putzt er das Ding oder fährt damit rum. Ist er heute Morgen damit gefahren? Heute Morgen? Ja, ist er. Ich habe gehört, wie der Wagen angelassen wurde. Das kann man nicht überhören. Aber Sie haben ihn nicht gesehen. Ich weiß genau, wie sich der Wagen anhört. Manchmal lässt Louis ihn 20 Mal am Tag an, wenn er gerade mal wieder schraubt. Aber Sie konnten nicht sehen, ob Louis oder jemand anders damit gefahren ist. Nur Louis fährt den Wagen. Okay. Wissen Sie, was sich hinter der verschlossenen Tür in der Halle befindet? Das habe ich mich auch schon gefragt. Aber aus Bates ist nichts rauszubekommen. Er hat mich einmal beim Lauschen an der Tür erwischt. Er hat mich zur Schnecke gemacht, wie noch niemals zuvor. Er hat sich so aufgeregt, dass er beinahe zusammengebrochen wäre. Er hat Blut gehustet und ich musste ihn stützen. Seitdem mache ich einen Bogen um die Tür. Ich muss herausfinden, was hinter der Tür ist. Die Räume dort könnten ein ideales Versteck für eine der Mosaikscheiben sein. Okay, jetzt haben wir ein bisschen was herausgefunden. Ich würde sagen, wir unterhalten uns nochmal über Bates hier. Louis meinte, Bates hätte sie für den Job ausgewählt, nicht die Lady. Ja, das stimmt. Es gab einige Bewerber. Die cleversten haben am Tor gleich den Rückwärtsgang eingelegt. Aber wenn ich ehrlich sein soll, ich dachte auch von denen, die sich vorgestellt haben, wären einige besser für den Job geeignet gewesen als ich. Hat mich ein wenig überrascht, dass er mich genommen hat. Er muss von ihren versteckten Qualitäten überzeugt gewesen sein. Dafür meckert er jetzt aber ständig rum. Den ganzen Tag schleicht er mir hinterher. Tu dies, Sally, mach das nicht. Wie im Kindergarten. Ich will Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Es hat mir auch nicht wirklich geholfen. Sally hat erzählt, dass Louis den Wagen ständig fährt. Er hat uns also angelogen. Darum gehen wir jetzt nochmal zu ihm und sprechen ihm nochmal, warum er uns halt angelogen hat. Und hey, Louis! Ja, ich wusste, er spricht nochmal mit ihm. Komm schon runtergekrochen. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja. Sally behauptet, sie wären heute Morgen mit dem Wagen unterwegs gewesen. Sally sollte ihre Nase wieder in die Klatschzeitschriften stecken, wo sie hingehört. Sie sind heute Morgen also nicht mit dem Wagen fortgefahren? Das habe ich doch schon gesagt. Ich glaube ihm nicht. Wer von den alten Leuten sollte schon den Wagen fahren können, ohne dass Louis etwas davon bemerkt? Auf Wiedersehen. Muss nicht sein. Also entweder ist das ein verdammt guter Lügner oder ich weiß es auch nicht, aber... Ich komme hier einfach nicht weiter.
Aber gut, das werden wir in der nächsten Folge uns erfahren, hoffe ich. Was wir hier mit diesem Löffel und dem Faden machen und der Leiter und Messer und schlag mich tot und naja. Bis zur nächsten Folge von Black Mirror und danke fürs Reinschauen. Tschüssi!